Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Karbin. Ich bin gerade unterwegs. Wir hatten nämlich die 14. Horde, ja. Und, ich habe ja gesagt, wir wollen ja Richtung dritten Boss. Dazu brauche ich aber Munition. Und für Munition brauche ich Schwarzpulver. Und dafür brauche ich wieder Schwefel. Und dazu muss ich... Eisen. Eisen muss ich poolen. Weil ich habe noch keine Maschinen, die ich vollpumpen kann. Und zweitens, das würde zu lange dauern. Und außerdem bräuchte ich davon 30 Stück, dass das relevant wird. Also heißt das altmodische Art und Weise kloppen, bis der Arzt kommt. Und dann muss ich hier aber auch noch hier die Größe einsammeln. Dann kommen wir nämlich zum zweiten Ding. Ich brauche Orangen. Aber Orangen kriegt dort bloß, wenn ich Bäume wegmache. Genau. Der Kabin braucht Orangen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt diese Donuts. Die geben mir Ausdauer. Aber ich brauche nicht nur Ausdauer. Ich brauche auch, wenn ich gegen den Fighter Lebensenergie. Genau. Und ohne Ende. Das heißt, ich muss Nahrung produzieren. Und da fehlt mir Orange und Fett. Es fehlt mir jede Menge Fett. Also quasi jagen müssen wir auch nochmal. Ob wir das alles schaffen, so in einer Folge, ich weiß es nicht. Je nachdem, was jetzt uns vor der Flinte laufen tut, ja und nein. Das ist wie nicht Schrödingers Chat, sondern hier mit der Box, mit der Katze. Leben und Tod. Es existiert alles bietet gleichzeitig, gerade bei mir. Also das schaffen und das nicht schaffen. Muss ich bis nach oben laufen wegen Eisen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ja, genau. Wenn da 20.000 so eine... Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber schön wert. Aber auf einen Schlag. 10 oder so. In der Tausender hat da dann auf jeden Fall. Aber eben halt, dann habt ihr eben halt auch ein bisschen Schwefel. Und dann könnt ihr nämlich auch schwarze Pulver herstellen. Ihr braucht aber auch nur noch eine Tonne Holz, ne? Also, wie gesagt, ihr müsst ja auch noch das Holz denn zu Kohle verarbeiten. Oh. Und daraus kommt der erste Schwarzpulver. Schwierig. Und außergewöhnlich teuer. Ich glaube, da ist es schneller, wenn man die Munition so findet. Aber. Ah, da sieht er immer Schwefel. Juhu! Aber wenn man das so. Ist das oder ist das nicht? Nee, das ist nicht. In Relation sieht, was man denn braucht und so, dann ist es doch ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Das soll ja so, dass du eben halt vorsichtig bist. Du sollst hier kein Karbin machen, hier so munitionstechnischerweise. Das ist immer eine gute Regel. Macht kein Karbin. Also quasi macht das Gegenteil von dem, was ich mache. Also Munition verprassen tut das nicht. Oh. Ich bin privat hoch an, weil ich gerade sehe, Kirschen und komme einfach auf Erdbeeren. Naja, gut. Kann man so oder so sehen. Ich gehöre zu der großen, breiten Mehrheit, die keinen Garten haben. Jetzt bin ich auf den Trichter gekommen. Ich werde mir einfach so einen Pflanzkübel hinstellen. So einen großen auf Rollen, wisst ihr? Da habe ich schon bestellt gehabt. Also, der ist schon unterwegs. Da mache ich dann unten so einen kleinen Karton drin. Werdet abdecken, dass ich da nicht so viele Erde drin knallen muss. Und dann knall ich da Monatserdbeeren drin. Dann habe ich ein ganzes Jahr frische Erdbeeren. Ich muss nur ab und zu die Fenster auflassen und in der Zeit nicht die Wohnung betreten. Tja, das sollte eigentlich funktionieren. Ich würde dieses Jahr probieren. Entschuldigung. War wieder zu schnell unterwegs. Habe ich mir gedacht, naja, weil ich habe nämlich letztes Mal war ich im Laden drin und wollte mir welche holen. Ich esse sowas gerne mit Zucker und Kaffeesahne. Genau. Kennt ihr das noch? So richtig alt. So Kaffeesahne rüber. Ist lecker. Oder Schlagsahne. Aber Kaffeesahne ist besser. Ja, ich bin abgeschwuft. Wollte ich machen. Dann habe ich die Preise gesehen. Und ich sag mal so, jetzt sind jetzt nicht die besten Erdbeeren vom Geschmack her. Und da habe ich gedacht, das kann ich besser. Das mache ich selber. Da habe ich gedacht, mal ausprobieren. Alter, denn jeden Tag, wenn ich Glück habe, eine kleine Schale Erdbeeren. Alter, dann lebe ich voll gesund. Krass.
Zum Schluss kommt eine Mango und Bananen und all so was Pflanze greift bei mir zu Hause in der Einraumwohnung. War ein Scherz. Oder? Ich lasse das offen. Also nicht mit der Bären, die werde ich mir wirklich pflanzen im Sommer. Aber man kann das ja auch noch ein bisschen so, ne? Weil, was ist so ein Kübel? Knapper Meter mal Meter? Weiß ich jetzt nicht. Also die sind sehr, sehr groß, sind die. Da passen so eins wie Pflanzen drin. Hab mir so überlegt. Weil ich habe mich da keine Dachwohnung. Also Hitze habe ich schon mal. Und unter meinem Fenster ist nämlich wie nennt man das da? Ein Podest. Also eine Erhöhung. Ja. Da habe ich gedacht, da kannst du so ein Ding hochstellen, weil da steht ja bis jetzt die Klimaanlage. Und das kann ich dann immer so ein bisschen zur Seite schieben. Steckt die Klimaanlage neben mich im Sommer. Ist mir dann auch angenehmer. Naja, nee, ist doch, nee. Eine Klimaanlage, erstmal ist das für euch dann irgendwann mal laut. Weil das Ding, das dröhnt ja ein schöner. Jetzt wirklich? Dann kommen Sie mal. Ich brauche sie ja so oder so. Nee, Zwiehe! Jena macht das ja nicht, oder was? Ist mir aber ja, ich brauche ja euch so oder so. ja. Dann stelle ich die Klimaanlage daneben. Oder ich stelle die in den Nebenraum oder so rein. Ach nee, das bringt mir ja nichts. Ich wollte gerade sagen, und hänge den Schlauch hier rein. Das bringt ja überhaupt nichts. Na, irgendwie kriegt das schon hin. Auf jeden Fall will mir das dieses Jahr noch in Angriff nehmen. Ich will das selbst haben, machen. Und das Schöne ist, ich kann dann kicken, wie das wächst. Ich glaube, ich werde alt. Und weh, da kommt jetzt ein falscher Kommentar. Kevin, du bist alt. So, ich würde mal sagen, wir sind bald hier durch. Es ist schon wieder hell. Und unser Dermproblem und so, Fett und der Dermproblem, läuft gut. Es kommt uns ständig entgegen. Ich brauche kaum was dagegen tun. Was, wie jetzt mehr ist da draußen geworden? Oh, da ist noch einer. Dankeschön. Ja, das hätte ich gleich mal machen sollen. Ich bin die ganze Zeit da oben auf dem Berg rum, mir watschelt. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, Mensch mal, wir haben doch letztes Mal gesagt, unten am Strand und so, da ist doch viel mehr Material und so. Vor allen Dingen habe ich das ja noch nicht abgerabt. Außerdem sind hier Tiere, wie die ihnen entgegenkommen. Habe ich mir gedacht, ist eine gute Idee. Und wie ihr seht, der Gedanke war voll korrekt. Leider mit den Schwefel ist ein bisschen doof. Wie gesagt, ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile am Sammeln und habe jetzt, wie ihr seht, hat es gerade sich mal kurz umgeändert und ich habe gerade mal einen Schwefel dazu bekommen. Naja, gut. Mandarine habe ich noch ja nie gefunden. Also eine Apfelsine meinte ich eigentlich. Aber gut. Habe ich noch ja nie, weil ich noch ja nie nachgeguckt habe. Ja, also nahrungstechnischerweise. Ich wollte erstmal Schwefel für die Munition. Vielleicht reicht es ja. Hallo? Achso, ich muss ja hier das hinter mir lassen. So, so ist korrekt. Vielleicht reicht ja Munition, wenn ich mir die Haxen mache. Das ein bisschen Stapelessen-mäßig. Ich glaube, das könnte so ja funktionieren. Also nicht, dass wir das überleben. Aber da ist, das war Nahrung kriegen. Das könnte funktionieren, meinte ich. So. Ey, wir haben schon 5 Schwefel. Ist mir jetzt nicht so viel fallen. 6er. Sorry, korrigiere mich. 6. Oh, hier. Ich will das jetzt nicht forcieren, aber sucht Eisen am Strand. Vielleicht haben sie die geändert. Damals war das immer so gewesen, dass du am Strand rangehen musstest wegen Kupfer. Jetzt findest du kein Kupfer, sondern du findest hier Steine mit Schwefel. Clever. Doch, das gab damals hier immer so Steine, die musstest abfarmen, wenn du Kupfer brauchtest. Ganz viele, weil Kupfer war damals Mangelware in diesem Spiel. Es war eine Alpha-Version davor. Oder 2. Ich weiß, dass es noch, glaube ich, in der alten Staffel war. Also die wir hier vorgemacht haben. Da mussten wir mal zum Strand, um Kupfer zu kriegen. Oder eben Teil PC-Teil auseinandernehmen.
Aber jetzt schaut doch mal an, was wir an Kupfer haben. Wir waren damals auch so verrückt gewesen, da Maschinen aufgestellt für Kupfer. Wie verrückt ist denn ditte? Jetzt kriegst du alle den daher geschmissen. Bis auf das Schwefel. Jetzt haben wir schon 7. Und da ist der nächste Krokogator. Ja, doch. Kommen Sie mal bitte. Ja, so schnell aber auch nicht. Aber meine Rüstung, die hält. 3 Wettertafte, sage ich euch. Was haben wir jetzt? 15 Uhr, naja. Hey, du bist schon lange in meinen Rucksack drin. Hör auf rumzugrunzen. Das ist physikalisch ja nicht möglich. Achso, das ist der nächste. Ich glaube, wir kriegen wirklich das Zeug schneller zusammen, als mir lieb ist. Vor allen Dingen muss ich mich nicht drum kümmern, da kommt mir alles entgegengerannt. Das finde ich nice. Ich habe ein anderes Spiel gerade im Kopf gehabt. Ich wollte jetzt gerade die Materialien mit E aufsammeln. Ihr drückt das Halten von E. Das ist ja nicht möglich hier. Ihr baust ab und dann hast du drinne. Eieiei. So, immer noch 7er. Oh, ich habe jetzt ja nie den Kopf, wie das jetzt war. Maßstabmäßig, was wir einsetzen, was wir rauskriegen. Ich glaube, das war 1 zu 10, ne? Schwefel und Kohle, ein Stück. Und du hast 10-mal Schießpulver rausgekriegt. Glaube ich. Jetzt mein Inventar ist voll, du bist voll. Mach mal den Scheiß in Ruhe. Auf jeden Fall ist mein Inventar voll, du. Brauch auch noch Eisen. Muss ja schließlich meine Hütte auch noch aufwerten. Das müssen wir auch noch machen. Alter, ach du Kacke. So viel zu tun und so wenig Zeit. Naja, gut. Bin ich ja selber dran schuld. Was ist denn nun los? Alter, jetzt krieg ich keinen Schwefel mehr, oder was? Schwefel! Bitte kommen! Sind Sie noch da? Oder bin ich schon wieder zu weit weg vom Wasser? Ah, wo, da? Ja, das ist alt. Oh, da ist noch einer. Hallo, Sie! Mr. Krokogator! Wollen Sie? Fragt er da ja nicht, die kommen einfach mit. Das ist meine Überredungskunst. Spaltenaxt. Hört sich an wie so ein Italo-Western. Es kommt Spaltenaxt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, doch nicht. Ach man, hätte jetzt in die Hauen. Hätte ich jetzt wirklich gesagt, hier gibt mehr Schwafel. Schade. Es war nur reiner Zufall gewesen. Na toll. Okay. Das nächste Schwafel. Das war schon bei 8er. Inventar ist voll. LOL. Ich wollte gerade sagen, das hat mir doch gerade gezeigt, Eisen ist voll. Voll doof ist das. So. Da. Da ist noch ein Brocken. Immer noch 8. Boah, hier müsstest du rangehen können und dann zack, bums. Aber dann müsstest du was anderes kriegen. Öl oder sowas. Da muss viel mehr eingearbeitet sein, also. Integriert. Gut, wenn wir zurückkommen, die Bäume müssten schon gewachsen sein, ne? Die können wir schon mal abernten. Dann haben wir auch wieder Gummi. Also wir haben ja so oder so schon ein bisschen Gummi.
Und dann müssten wir quasi schwefelmäßig noch die Bohrer hinstellen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich die auseinanderbaue bei uns, die Steinteile. Und daraus Bohrer baue. Für Eisen und Schwefel. Bin ich mal gespannt, was denn für Schwefel für uns rauskommt. Vor allem, wo sind wir denn jetzt? Ach so, hier. Ist das die Kiste, die wir letztes Mal gelernt haben? Schon, ne? Ich glaube, ja. Aber, Dijkmonk, ich guck mal nach. Ah, doch. Hier waren wir gestern gewesen. Das ist genau die Kiste. Sag ich doch. Kann ich die Kiste nicht mitnehmen? Die ist so schön groß. Aber passt auch nicht mehr drin. Maha. 8 Schwefel, Alter. Wir sind die ganze Zeit unterwegs. Und das wird und wird nicht mehr. Was sind jetzt schon wieder hier reingegangen in mein Inventar? Stein. Irgendwas hat gesagt, ich passe nicht mehr rein. Oh, aber Fragmente läuft richtig gut, wa? Die Fragmente, die sind aber auch heute wieder richtig nice drauf. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Mal schauen, was wir so gekriegt haben. Das nehme ich noch mit. Die Fässer bis auf den Weg nach Hause. Dann kriegen wir noch ein bisschen Öl so mit. Ja, dann wandeln wir das um. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns so bereit, dass wir nach der 15. Welle vielleicht mal versuchen, den Boss ranzukriegen. Oder ihn auf den Sack zu kriegen von dem Boss, eins von Bienen. So, das Lebenszeug. Das haben wir schon gekriegt, aber das 100%. Ach, und wenn ich das jetzt frette, dann brauche ich keine Gasdings, wa? Na gut. Nehme ich eine Gasmaske, habe ich 100% Gasschutz. Gut, aber dafür schützt mich der Rest nicht, wa? Also, eine Gasmaske schützt nicht, ihn auf der Omme zu kriegen. Ja, da brauche ich gar nicht mehr rein. Außer Loot und so. Kommen wir hin mal. Wie in Hause. Wie gesagt. Ich bin hier gespannt. Also, was wir da rauskriegen. Ich habe so Kopf, wie gesagt, 1:1. 1:10, so. Das wäre schön. Und dann musst du das wieder hochrechnen. Munitionstechnischerweise. So, ist das, was haben wir hier? Ah, hier hast du bloß die Bürger. Wo war denn ditte? Das war doch hier irgendwo. Da ist so auch ein Automat, aber da ist eher nicht Essen. Was waren hier gewesen? Es geht immer noch. Achso, Bücher waren hier. Es geht ja immer noch um die Mandarinen. Die Apfelsinen, Mensch. Ich glaube, die waren irgendwie am Laden oder so. Oder das hier erst das Hospiz. Polizeirevier. Was waren hier? Nahrung. Da haben wir sie doch. Da ist es. Warte mal, Kürbisse, da sind sie. 5 kosten die. Aber ich habe ja keine Cash. Ich habe ja keine Cash. Aber ich könnte, warten Sie mal. Das kann weg. Also ich muss erstmal rausgehen. Wollte gerade sagen, warum schmeißen die ja nichts weg? Was, mehr Fett ist nie gewohnt? Ich habe gewusst, dass ich nicht fett genug bin. So, wenn die Nähe schmeiße ich auch weg. So, dann holen wir uns mal ein paar Münzen und nehmen
ein paar Mandarinen mit. Ja, ich weiß, Apfelsinen. Obwohl, die anderen hätte ich ja auch mitnehmen können, ne? Ich brauche noch einen Platz frei. Einen Platz brauche ich noch. Ich hole jetzt nur noch da drüben die Münzen raus. Und dann holen wir uns ein paar Apfelsinen. Ja, die können wir trotzdem mitnehmen. Eine Münze. Eine Münze. Ich würde das kann ich so oder so nicht mitnehmen. So, was kann ich jetzt wegschmeißen? Hier Steine, aber ich will, wie gesagt. Moment mal. Achso, das kann ich doch wegschmeißen. Natürlich aus Versehen. Passt. Das reicht mir schon. So, jetzt nehmen wir ein paar Stück mit und dann ist es gut. Gorange. Zwei Stück. Was, mehr nicht? Also. Naja. Schon korrekt. Ne, 20 Stück habe ich gekauft. Gut, ich habe nichts gesagt. Damit sollten wir eh zwei Sachen hinkriegen. Also hinkriegen. Also wir haben jetzt Fleisch. Fett haben wir. Den Kohl haben wir. Müsste eigentlich alles so weit. Oh, ich hätte mal in der Zwischenzeit wirklich noch ein Dings machen sollen. Eine Ladung. Für unser Grünzeug. Weil wir waren jetzt benzinmäßig unterwegs und Grünzeug unterwegs. Also wir waren unterwegs und das ist nicht gelaufen. So mein Ding, bitte. Alle betet nicht. Aber ich glaube, wir bräuchten mindestens Villa so, was haben wir, wie gesagt, letztes Mal, ich glaube, zweimal vier Stück, also acht. Acht Stück haben wir hingestellt, ihr habt immer. Glaube ich, weil wir hatten ja acht Öl oder so und acht Steine. Oder so, ja, mehr? Das kann auch sein, dass wir davon mehr hatten. Das ist durchaus möglich. Wir hatten ja eine ganze Reihe voll gehabt. So, das ist auch fertig. Dann kann ich das eigentlich gleich rausnehmen. Entfernen. Und, ach, vier Stück. Alter, das ist ja eine Schiste da. Und der Nummer 6er. Das ist ein Witz, ist das. Der ist nicht lustig. Kann ich gar nicht drüber lachen. Na gut, fehlt mir Benzin. Ich sehe nicht, ob ich das investiere. Ey, warte mal, ich muss erstmal. Da müssen ja auch noch Sachen raus. Ich habe ja hier noch Benzin, dann kann ich das ja nochmal schnell aufladen. Aber das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich auf T drücken. Ach, das ist ja auch voll. Ist ja voll doof. Funktioniert immer wieder. Nun gut. Da wollte ich eigentlich ran, aber ist auch okay. Also erstmal Eisen raus. Haben wir. Jetzt braucht der Karbin Holz. Denn der Karbin braucht nämlich Kohle. Das klingt komisch, ist aber so. Da, seht ihr. Da. Dann machen wir noch ein paar Äste. Munition brauche ich ja eh nicht. Achso, Stämme fehlen mir. Naja, gut. Da, ne? Nee, hier. Schwarzpfeffer, da. Naja, gut. Nee, so. Und los. Oh, das ist doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das ist jetzt gerade ein ganz schöner Tritt in die Weichteile.
Also, so farmen bringt gar nichts. Das ist aber ganz schön leer. Kann ich das auch so hier ausmachen? Nö. Das Ding braucht nochmal einen extra Schalter. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Das frisst doch nicht so viel Saft. Ich muss kicken, wie viele da noch an Strom reniert. Das ist ganz schön. Kopfmäßig gerade wenig. Aber das ist jetzt nicht, was ich machen wollte. Also, halt, so rum. Nee, ist auch richtig. Ich wollte schauen. 60 Schaden. Das ist klar, das macht mehr. Warte mal, die Arkaden will er rausholen. Da ja, bitte ein Missverständnis. Die muss nämlich mit. So. So. Und. Nee. Die Axt muss ja dahin. So, warte die Wiese. So, jetzt haben wir es. Ah, geht doch. Jetzt haben wir die und die. Es wird nicht reichen. Ist ja egal. So, und ich brauche jetzt Kupfer und... Warte, Kupfer und Eisen? Gute Frage. Ich brauche... Sturmgewehr. Genau, und dazu brauche ich den Kupfer. Dann nehme ich erstmal die ganze Kupfer auseinander. Wir haben hier noch Kupfer da, um das zu machen. Also nochmal neu zu erschaffen. Aber erstmal braucht der Kabin Sturmgewehr-Munition. Mal gucken hier so, ne? Also, ich wollte gerade sagen, das wird ja nicht mehr. Das ist schon mehr. Aber es ist immer noch nicht so viel, wie ich gerade haben will. Wie ich gerne haben möchte. So rum. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ich habe nämlich jetzt das ganze Kupfer verbraucht, was ich jetzt brauche für Maschinen. Die ich nämlich jetzt noch produzieren werde. Ach nee, das sind die ja. Die brauchen... Nee, nee. Blödsinn. Die müssen ab. Die müssen ab, da müssen andere hin. Genau. So, das muss weg abreißen. Das ist nämlich für normale Steine. So, und der Kabin braucht aber für Scharwafel. Für Scharwafel braucht der Kabin. Wo sind die? Die braucht er. Ich habe keine Motoren gekriegt. Wo sind meine Motoren hin? Ich habe keine Motoren gekriegt. Was sind das für ein Scheiß? Steck erstmal ein paar Motoren her. Ist mir das überhaupt möglich? Weil wie gesagt, ich habe ja... Das alt, was ich nur an Kupfer habe. Ich mache erstmal ein bisschen Platz, ne? Steine raus. Ach, hier sind ja auch noch Äste. Gut, das ist gut. Dann kann ich mir da doch noch ein paar Dings bauen. Warte mal. Das brauche ich. Das brauche ich vielleicht auch. Das nehme ich nämlich alles mit. Das kann raus. Dann stellen wir jetzt mal ein bisschen Kupfer her. Aber. Würde ich mal sagen, dann stellen wir uns Motoren her und dann stellt die Dinger hin. Ach, und dann brauche ich ja, wie gesagt, diese Wartungskits noch. Mann, Mann, Mann. So.
Und nochmal Äste. Naja, gut. Haben und brauchen wir. So. Das haben wir jetzt. Oh. Jetzt brauche ich dann. Ah ne, das war ja so. Dann stelle ich gleich mal 6 Stück her, wa? Das wird nicht reichen, aber ich habe dann schon mal 6 Stück. Nein, das war ein bisschen zu schnell, aber ist okay. Spare ich doch ein bisschen Zeit. Passt schon. So, also. Die braucht. Ich gehe nochmal hoch. Jetzt gedacht, ich habe Sachen vergessen. Kann ja mal passieren. Entschuldigung. So. Mach mal ein paar Nägel, wa? Nur ein paar, einen ganzen Stack. Sollte reichen. Das sollte jetzt reichen. Gut, ich werde eh bloß 2 hinstellen können, maximal. Den Rest muss ich mir ja eh erstmal herstellen. Jetzt. Das sollte mir genügen, der Abstand. Halt, Rastung. Jetzt, ich kann. Hä? Na, da würde gehen, aber. Na, in nicht. Warum denn ditte? Das macht ja maximal ja keinen Sinn. Vor allem, was fehlt mir denn jetzt? Das haben wir alles. Achso, Stangen. Stangen ist nicht das Problem. Wenn das was gibt, was ich herstellen kann, sind das Stangen. Oder beziehungsweise kann sie mir rausnehmen, falls sie da sind. So ungefähr. Hui. Ja, leider kann ich dann erst nächste Folge oder so, also irgendwann nächste Folge, zeigen, was wir denn rauskriegen. Es fehlt jetzt der Stange. Da wird's mich verarschen. Hätte mir doch fallen müssen. Ich war doch erst oben. Ich weiß, dass ich Stangen nicht mehr, Platten nicht mehr da drin habe. Nichts gesagt. In dem Moment, wo ich das ihr gesagt habe, ist mir nämlich so in. Das wird wieder schief gehen. Also. Warte mal, wie war das nochmal? Ich will ja. Egal. Ist mir. Total Latte. Hallo? Weiterhin kann. Jetzt. Habe ich doch, habe ich. Ach, Batterien. Ach, Mensch. Ich und mein Kopf, ich sah durch. Steck mal gleich 4 her. Sobald es mir möglich ist. Gut, ich stell mir bloß 3 her. Moment. Das ist nicht. Ganz korrekt. Ach, Idiot. Andersrum hätte ich das machen müssen. Nein. Da. Plastik willst du haben. Du willst unbedingt Plastik. Und jetzt. So. Mal kicken, was jetzt fehlt. Weil ich zu faul bin, nachzuschauen. Na, wenigstens eine kann ich noch bauen. Also, jetzt fehlt mir der Plastik. Egal. Ja, das fehlt mir. Das fehlt mir. Das würde ich hinkriegen, aber das und das. Right. Machen wir es jetzt mal näher, dann nehme ich das andere auseinander, dass ich das andere bauen kann. Sch
Scheiß drauf. Achso, ich muss das ja erstmal rausholen, dass ich das auseinandernehmen kann. Das macht Sinn. Nein, ich will darin. Ich hab doch letztes Mal die ganze Plastik da drin verjammelt. Verjammelt vor allen Dingen. Verpöfert wollte ich gerade sagen, aber gut. So, jetzt können wir. Kann ich hier runter? Abkürzen? Müsste eigentlich gehen. Nägel. Ich habe die Nägel vergessen. Nägel. Ja, das ist. Ja, wohl. Scheiß drauf. Und wahrscheinlich brauche ich das jetzt für Wartungskits. Genau, das habe ich mir gedacht. Ich hab hier auch noch was. Hätte ich ja auch noch Plastik draus machen können. Stoff hätte ich mir auch noch herstellen können, sollen, machen. Wohl, kann ich mir immer noch machen. So, na, dann machen wir nochmal Stoff. Yumi. Ja, jetzt habe ich Plastik draus gemacht, ich Idiot. Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein. War doch klar, dass das eine nicht ohne das andere geht. Mann. Immer dasselbe und ich hab doch hier noch Stoff. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist grünet. Mann. Ist mir egal. Sei doch kaputt. Ich hab hier auch nicht grünet mehr. Och, jetzt kann ich die Blätter wieder auseinandernehmen. Ach Mann, nee. Ich hab gedacht, ich hab mehr Blätter. Moment mal. Wenn ich die auseinandernehme, kriegt er auch Blätter, oder? Ganz vergessen. Da war doch noch was. Ich wollte gerade sagen, wir waren das eben. Achso, ich habe ja keinen Platz für die Blätter. Das wird anstrengend. So, jetzt. Ich habe vergessen, dass das nicht ganz genau 900 sind. Das sind ein paar mehr. So, Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich habe Sachen gemacht. Furchtbare Sachen. Wie denn die? Warum habe ich die jetzt darin geschmissen? Es könnte sein, dass ich mich durch vielleicht ganz kleinen Ticken ein bisschen verrechnet habe. Was Blätter angeht. Ich hatte die Blätter auseinandergenommen gehabt. Oder beziehungsweise für Stoff verarbeitet, meine Blätter. Und dann braucht die Blätter. Und dann habe ich Forschungspapier rausgenommen. So ein, zwei Stück. Wie ihr seht, habe ich unterschätzt. Ich habe nämlich 999 gemacht. Ich habe ganz vergessen, dass es nicht 1 zu 1 ist. Naja, gut, warte mal. Ach, wisst ihr, was denn? Kann ich mir doch einfach Stoff draus machen. Scheiß drauf. Sechs. Oh, wie kann man denn so einen Fehler machen? Das freut mich auch. Nein! Wir brauchen mehr Platz. Shit. Na, das war ja mal wieder super. Ich auch, naja, machst du 999, hast ja genug Papiere. Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Stapel das jetzt am Blätter sind. Shit. Ach, das war's. Waren jetzt bloß noch 999. Ja, so ein Zufall aber auch. Ja, ich habe das nämlich gemacht. Ich wollte nämlich, genau. Ich wollte nämlich Wartungskits herstellen. Habe gedacht, das ist eine gute Idee. Man wartet einen Griff ins Klo. Holy shit.
Also ich sag mal so, Blätter haben wir die nächste noch. Gut, ich kann die ja auch wieder umarbeiten. So, warte mal. So, jetzt laufen alle drei. Ich will natürlich noch ein paar machen. Jetzt habe ich das andere umgearbeitet. Egal, ich habe jetzt erstmal drei gemacht. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Genau, daraus kriegen wir ein bisschen Schwefel, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer. Und das werden wir dann in Munition verarbeiten. Weil nochmal Steine, Eisen kloppen, das ist Mumpitz, ist das da. Also den Tipp, den ich gegeben habe, nur machen, wenn ihr keine Maschinen bauen könnt. Wenn doch, baut euch eine Tonne Maschinen hin. Egal, was ihr macht, baut es nicht per Hand ab. Macht Maschinen. Also Leute, ich bin dann erstmal raus. Hauen Sie rein. Tschö.